Jeder hat 100 Euro dazugesteuert von uns und dann durften wir fahren. Und in dem Moment ist natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Du bist jung, das ist das Event überhaupt. Du kannst mit all den Leuten, die für dich so Idole sind, ja, kannst in einem Raum sitzen und dieses Turnier spielen, wenn jemand kommt wie SK Gaming. Und ich glaube, da gab es ganz lange auch kein deutsches Team zu der Zeit. Da sagst du nicht nein. Wir haben uns mit Absicht auf den Flur gesetzt. Alle Teams, und es gab da keine großen Zuschauer oder so, haben in der Aula auf der Bühne spielen können. Und uns haben sie in den Flur gesetzt an so wackeligen Tischen. Hi und herzlich willkommen zum Counter-Strike Legenden-Interview. Und bei mir zu Gast ist McLean Tod, besser bekannt als MacMan. Sehr langer und beständiger Teil der Counter-Strike-Community gewesen, hat gespielt für Pandora, für das Schrittkommando, für N-Faculty und auch er war Experte und Co-Kommentator bei der ESL. Mackes, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hi Tobi, danke, dass du dir Zeit nimmst. Sehr, sehr gerne. Die legendäre erste Frage an dich: Was hat es mit deinem Nicknamen auf sich? Ja, also kann man ja eigentlich schon fast daraus schließen aus meinem Vornamen, ne? Also ist ja die Vorsilbe Mac und da habe ich ja einfach nur MacMan dran gehangen. Anfangs habe ich sogar als MC MacMan gespielt. Ich war so voll im deutschen Hip-Hop irgendwie gefestigt damals als Jugendlicher und das ist dann aber auch alles weggefallen, war auch kürzer und irgendwie. Ja, das mit dem Nicknamen kommt mir bekannt vor, mit dem MC. Ja, ne? Ich habe mir da auch schon gedacht, dass da so eine Parallele besteht. War bei mir ähnlich. Habe ich eigentlich deinen Namen richtig ausgesprochen? Der kommt aus dem Ungarischen, oder? Also nee, also der Nachname Tod, das ist aus dem Ungarischen. Das ist so wie Müller-Schmidt und so in Ungarn. Das ist halt hier in Deutschland immer ein bisschen schwierig, weil man dann halt ans Telefon geht, hallo Tod, und die anderen legen direkt auf. Deswegen sagt man immer nur hallo, gewöhnt man sich so an. Und der Vorname ist irisch. Ich habe aber nichts mit Irland am Hut. Meine Mutter hat damals, also ich bin in Leipzig geboren, damals gab es im Osten eine Sendung, die hieß Raumpatrouille Orion, glaube ich, hieß sie. Und das war so schwarz-weiß, ne, mit Raumschiff, wo so ein Bügeleisen und so ein Schneebesen zur Steuerung vom Raumschiff waren, so richtig cool. Fand meine Mutter richtig geil. Und der Kapitän von der Raumpatrouille hieß Alistair MacLean. Und das ist ein Nachname. Und das wollten die halt im Osten damals nicht als Vornamen akzeptieren, so wie es geschrieben war. So ein bisschen umstellen, haben die es akzeptiert. Meine Mutter hat ein bisschen Druck gemacht und dann heiße ich jetzt wahrscheinlich als einziger Mensch auf der Welt so, aber ja. Schöner Name auf jeden Fall. Es hat Vor- und Nachteile. Aber danke. Mit welcher Counter-Strike-Version hast du damals angefangen? Ich meine mich zu erinnern, das war die CD in der GameStar. 6.5 war das oder 6? Es gab 6.1, 6.5 gab es, 6.6 gab es auch. Nee, dann war das 6.5, glaube ich. Ja. Mhm. Ja, da habe ich das erste Mal gespielt. Also natürlich sehr oldschool, muss man sagen. Ist ja früh schon angefangen. Ja. Was hat für dich immer das Besondere an Counter-Strike, den Reiz ausgemacht? Also am Anfang war es natürlich, man hat natürlich nicht verstanden, dass das ein Teamspiel ist und so. Für mich war das am Anfang immer nur der erste Scoreboard zu sein. Als man dann das erste Mal Internet hatte mit ISDN und Server entdeckt hat und dachte, boah, cool. Vorher nur auf LAN gespielt, da war man schon irgendwie automatisch schon ein bisschen besser vielleicht, weil man ein bisschen länger spielt als die anderen. Aber man konnte sich nicht so messen mit fremden Menschen. Und ja, ich hatte das Glück, jetzt hier in der Nähe von Frankfurt auch gutes Internet zu haben, auch wenn es teuer war, aber man hatte da einen guten Vorteil. Ne? Und den hat man dann halt auch gespürt. Man war irgendwie besser auf den Servern und es hat einfach Spaß gemacht. Also der Reiz, wirklich oben am Scoreboard zu stehen. Und das mit dem Team, das kam erst danach, wo wir dann auch gemerkt haben, wir können hier zusammenspielen. Es gibt sowas wie 5-on-5. Und das hat dann aber den größeren, also deutlich größeren Reiz gebracht, im Team zu spielen. Pandora ist ja so das erste große Team von dir gewesen. Und das ist ja sehr ungewöhnlich. Es war ein Team, lauter Freunde waren das, die dann doch wirklich auch in der EPS erfolgreich waren. Zuerst mal die Frage, wie seid ihr eigentlich auf diesen Namen Pandora gekommen? Ja. Also das Team habe ich ja gegründet im Prinzip mit damals mit Pese, Neon, meinem Bruder und ja, also Neons Bruder Blade, und da waren immer mal hin und her geswitcht, auch immer mal andere Leute drin gewesen und ich wusste halt nicht, wie nennst du dein Team, ja? Also die ganzen anderen Teams, die haben ja auch coole Namen und dann habe ich, glaube ich, ein Brockhaus genommen, also meine Eltern hatten so richtig noch so richtige Schinken. rausgenommen und ich weiß nicht, ich habe einfach geblättert. So, irgendwann bin ich dann bei P gelandet und
dann stand da Pandora und ich kannte das ja, man kennt das ja, Pandoras Büchse, ne? Und hab, aber ich hatte keine Ahnung, was bedeutet das, was ist das, ne? Und im Grunde ist das eine Mythologie, es hat auch, ist auch keine Gottheit oder so, aber es ist eine Mythologie von einer weiblichen Figur, einem Mythos. Und dazu stand in, natürlich bezogen auf die Frau Pandora, die mit allen Gaben. Und das ist genau der Punkt, gedacht, wo ich mir gedacht habe, das können wir einfach umformulieren und sagen einfach those with all skills. Und dann hat es einfach für mich gepasst und ich habe gesagt, ey Andy, Dennis, hör mal zu, ich habe den Namen, das ist, wie heißt denn ab jetzt Pandora? Und das hat gut gepasst, ja. Und wenn man so mit den Kumpels zusammenspielt, ne, war ja dann dein Bruder natürlich, Shitty, Neon, Silver war ja auch dann später mit dabei. Wie war das im Team quasi zusammenzukommen und zu spielen? Habt ihr dann quasi auf dem Pausenhof gefragt, sag mal, wer spielt hier Counter-Strike? Wollt ihr einfach ein bisschen mitzocken oder wie kam das dann damals? Also ich glaube, ich kann nicht, also alles 100% kriege ich nicht zusammen. Ist lange her. Ist schwierig. Ich habe damals mit Andy, mit Pese, habe ich zum ersten Mal CS gespielt, also an seinem PC. Ich hatte damals noch gar keinen PC. Und irgendwann habe ich mal selber gekauft und sind wir auf die ersten LANs gegangen, ne? So wie die anderen auch erzählt haben, mit BNC-Kabel und T-Stück und alles Mögliche. Und er kannte Neon, das heißt, wir waren alle auf der gleichen Schule, einschließlich mein Bruder, der aber da auch noch kein PC hatte. Und irgendwann habe ich dann im Internet Cyrus Huppi kennengelernt. Und der hat sich dann mit Pese auch getroffen. Und dann geht es, wir haben das immer Proxy-LAN-Party genannt, so wo da drei Leute an einer Leitung im Internet spielen. Und er hat hier in Frankfurt gewohnt, hatte richtig gutes Internet. Und zu dritt ging es noch ohne hohen Ping, ne? Auch wenn du CMD runterdrosseln musstest, aber ging noch ganz gut. Mhm. Und da haben wir, ich glaube, da war, hat so, ist das erste Mal so entstanden, wo wir gefühlt haben, okay, das macht irgendwie voll Bock, zusammen zu spielen. Und dann hat man sich halt getroffen, miteinander geredet. Klar, man hat dann irgendwann den Clan gehabt und dann hat man Taktiken auch auf dem Schulhof besprochen. Aber man muss auch sagen, in der Schule selbst habe ich eigentlich relativ selten irgendwie über CS gesprochen oder sonst irgendwas. Man hat zwar hier und da immer so mit zwei Leuten, drei Leuten mal Kontakt gehalten, aber das war eher so wirklich im Internet oder halt auf LANs oder wenn man sich halt getroffen hat im Keller so. Beim Andi haben wir das manchmal gemacht oder beim Neon, beim Dennis auch da zu fünft. Das hat immer richtig Bock gemacht. Und irgendwann, denke ich, kommst du auch nochmal drauf, gab es dann Ligasysteme, ja, und dann hat es dann irgendwie angefangen, dass man das irgendwie ernster genommen hat, ja. Das hat ja dann durch quasi, ich weiß nicht, ob es damals ERS schon gab, aber es gab, glaube ich, dann so ein bisschen einen Aufstieg in die EPS, den ihr geschafft hattet mit dem Team. Also wenn ich mich recht entsinne, war das einfach nur eine Qualifikation. Mhm. Ne? Ich glaube, die ersten zwei Seasons EPS und dann gab es eine Qualifikationsphase, bevor die dritte angefangen hatte. Genau, aber bis dahin haben wir ja auch noch viel, so dass ich glaube, es war MI12 damals schon, gespielt und das und Clanbase. Ja, also das waren so die Hauptligen. Ich glaube aber, das hieß ja vorher DECL, nee. DECL gab es davor, DECL, genau, dann ESPL. Dann ESPL und dann erst ESL. Mhm. Also schon bei DECL, da wo sie sich umbenannt haben, in ESPL, da haben wir ungefähr angefangen auch in der Liga. Clanbase haben wir schon davor gespielt. Und klar, die GameStar-Turniere, die haben wir auch mitgenommen, ja. Und ihr seid ja dann aufgestiegen in die ESL Pro Series, habt die dritte Saison mitgespielt und ihr habt sofort auch auf die Finals geschafft. Ja, ohne ein einziges LAN-Game. Ohne Friday Night Game, ohne sonst irgendwas, ja. Wie sehr hatte euch dann damals dieser Triumphzug durch die EPS überrascht? Also, ich weiß nicht, ob wir auch Glück hatten vielleicht, ja, weil es auch ein bisschen daran hing, vielleicht, dass andere irgendwie auch einfach schlechter performt haben. Ich glaube, wir haben einen großen Vorteil einfach gehabt, dadurch, dass wir schon eine richtig lange Zeit viel zusammengespielt haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war, 2003, ja, genau. Das heißt, wir haben mit ungefähr 2000 rum angefangen und da spielt man ja jetzt nicht wie heute vielleicht zweimal die Stunde, sondern wirklich 8 Stunden fast jeden Tag. Also gefühlt bis in die Nacht rein und man hat nicht aufgehört. Ne? Schule, Uni, egal was, das war völlig irrelevant. Wobei, studiert habe ich da ja noch gar nicht. Genau, also das war wirklich so, dass wir da wirklich einen Fokus auf dieses Spiel hatten, weil es einfach Bock gemacht hat. Und wir haben schon gewusst, dass wir richtig gut zusammen spielen. Das Teamplay kommt dann, jeder weiß, wo der andere steht, jeder kennt die Vor- und Nachteile schon nach einer guten Zeit von einem. Es war auch so, dass Tim und ich dann halt auch viel auch dirigieren mussten.
weil die anderen eben einfach noch nicht sozusagen von sich aus viele Sachen einfach machen konnten. Und Tim und ich haben diesen Ingame-Leader-Gedanken schon von Anfang an gehabt. Und man geht halt auf den Server, man probiert viel aus, man spielt viel PCWs und man hat ein gutes Gefühl dafür, ob man gut ist oder schlecht. Aber man hat immer noch diese Ehrfurcht. Ja, man spielt gegen Alusas oder gegen Maus oder SK und so und dann denkt man sich so, boah, MTW, die haben so eine riesengroße Seite, so eine riesen Community, das wird schon richtig hart. Und durch den Aufstieg haben wir sehr viel Selbstbewusstsein bekommen, aber wenn ich mir heute meine Interviews angucke, dann sage ich, also ich hatte noch viel eher so sehr viel Ehrfurcht und hat auch immer eher negatives Feedback rausgegeben bei den Interviews, was ich jetzt heute niemals mehr machen würde, weil man müsste ja eigentlich in so einem Sport auch selbstbewusst reingehen, ne? Aber habe mich immer kleiner oder habe uns auch kleiner gemacht und dadurch waren wir auch immer in der Underdog-Rolle. Und da denke ich, das hat auch viel dazu beigetragen, dass wir mal in der Underdog-Rolle waren und da eben einfach gepusht haben und selbst gepusht haben damit. Und ja, ich glaube, die Punkte haben halt einfach gereicht. Wir haben auch viel, viel gut und richtig gemacht in der Zeit. Und du hast ja gesagt, genau, Tim Silver kam er dazu. Der hat später auch dann bei Mousesports, bei Alternate Attacks gespielt. Trotzdem, was hat generell so dieses Pandora-Team ausgezeichnet? Waren es die individuellen guten Spieler oder war das doch auch dann wirklich dieses im Team gemeinsam spielen? Also ich glaube, wir hatten eine richtig gute Mischung. Also Rockstar und Shitty, also Jerome, haben halt wirklich das perfekte Aiming oder das richtig gute Aiming gehabt für das Spiel. Da war halt sozusagen Situationen erkennen oder One-on-X spielen. Das war für die nicht, ich muss meinen Kopf einschalten, um die Situation zu schaffen, sondern es war einfach so, ich reagiere einfach nur. Also man hat dann schon mal, Tim und ich saßen auch schon mal da und so, wie hast du diese Runde so geholt? Es geht gar nicht, ja. Das war völliger Quatsch, aber die haben halt einfach mit dem Aiming viel rausgeholt und Neon war halt absolute Stabilität und bei Tim war, und mir war es halt so, dass wir halt viel Schach gespielt haben im Prinzip. Wir hatten einfach auch diesen Blick von oben auf der Karte. Du musstest halt immer gucken, die Position, wenn man tot war, hat man auch viel reingeredet, obwohl man es ja eigentlich nicht machen sollte. Aber man musste eben zum Beispiel Jerome oder Marco auch ein bisschen immer leiten in dem Game. Und ist dann später natürlich weggegangen, weil die natürlich auch ihre Erfahrung gemacht haben und es dann besser konnten. Und klar, Teamplay, absolut. Wir haben viele Positionen, viele, viele Maps, viele Granaten, alles aufs Teamplay ausgelegt. Also du hast mich ja immer gefragt, warum ich was für eine Lieblingsmap ich habe, DE Train, und da habe ich jetzt so natürlich nur die Antwort gegeben. Aber für mich ist das so das Paradebeispiel, weil man dort Granaten zu guten Timings setzen muss. Man muss gleichzeitig angreifen, dieses Koordinieren von allem, die Timings perfekt können und sich auf den anderen verlassen können. Das haben wir einfach einstudiert bis zum geht nicht mehr. Und andere Teams, die ja ständig in Fluktuation, weil immer andere Spiele wechseln, ne? Das ist, da spielt sich das nicht so gut ein. Und das war, glaube ich, unser mega Vorteil. Und man sieht es auch, glaube ich, wenn man sich die Events auch danach nochmal anguckt, wo wir dann halt auch mehr Erfahrung gewonnen haben. Wir haben uns immer Sachen ausgedacht, wo andere Teams halt einfach wirklich nur auf Grundlage ihres Aimings und ihrem Selbstbewusstsein vielleicht reingegangen sind und gesagt haben, komm, wir haben da Johnny Air, AWP, du machst 5 Leute, ist mir egal, ich lasse dich allein auf den Spot und wir machen zu 4 den anderen. Das wäre bei uns nicht gegangen. Es gab immer noch einen, der nochmal geflasht hat, nochmal abgelenkt hat und so. Also ich glaube, das war unser Vorteil. Einfach dieses Teamplay, dieser Bund, und es war auch, glaube ich, sehr selten zur damaligen Zeit. Und ich glaube, ich wüsste jetzt kein Team, was 5 Jahre zusammengeblieben ist, ohne das Lineup einmal zu wechseln. Vor allem, wenn es ja auch wirklich Freunde sind, ne? Also dann, es hat natürlich Vorteile, ne? Man kennt sich natürlich, man trennt sich auch nicht so leicht, hat aber auch vielleicht auch Nachteile. Ja. Wie ist das denn, ne? Wenn man sich halt dann vielleicht mal doch nicht so gut versteht auf dem Server. Wenn es vielleicht auch mal eine Niederlage gibt, über die man sich sehr ärgert. Wie ist es da bei euch gewesen? Also grundsätzlich die Niederlagen selbst haben mich nie so wirklich groß geärgert, eher so eigene Performance, ja. Aber man muss natürlich auch wissen, also gerade Tim ist ein sehr impulsiver Mensch, ne? Für den ist häufig schon auch manchmal bei der ersten Runde schon gewesen, dass es ihn so krass aufgeregt hat, dass er es ins Spiel einfließen gelassen hat, Spiel einfließen hat lassen. Und das ist dann schon was, womit man im Team her, als Gruppe, auch klarkommen muss. Gewöhnt man sich auch irgendwo dran. Genauso wie, dass man vielleicht sich dran gewöhnt, dass eben Jerome vielleicht am Anfang Quatsch gemacht hat, wo man sich denkt, wieso machst du das, ne? Aber 3 Runden später holt dann 1-on-4.
so, das gleicht sich immer aus. Es gibt immer ein bestimmtes Maß. Und klar hat man immer Konflikte auch, ja, also jetzt aber auch im positiven Sinne. Aber ich glaube, das macht einen noch stärker und besser, ne? Und man lernt daraus. Ich habe das auch immer als eine Art Socializing wahrgenommen, weil man muss ja auch ein Team leiten und man muss das wie so ein Klebstoff, ne, zusammenhalten. Und das war mir immer wichtig. Ich bin immer sehr, mir ging es immer ums Loyalsein gegenüber den anderen. Und das war mir immer sehr, das war wirklich der Ausgangspunkt, warum ich das überhaupt gemacht habe, dass es mit Freunden ist und nicht mit Fremden, weil für mich war es wichtig, dass man das Vertrauen hat und Loyalität ist für mich halt an oberster Stelle. Und das hat ja sogar bis heute gehalten mit vielen. Und das war für mich halt der wichtigste Aspekt, aber hat halt auch Konfliktpotenzial. Ne? Man kennt sich, man kennt die Schwächen, man weiß genau, okay, jetzt ist der Moment, wo vielleicht da irgendwie du an eine Grenze gelangt bist. Und dann hat man vielleicht was auch angepasst im System. Ja, mal hat vielleicht Tim angesagt. Mal haben wir uns nochmal zusammenraufen müssen. Dann habe ich vielleicht mal ein bisschen mehr angesagt. Am Anfang war es ja so, Tims Ansagen war, ihr geht B, ich deck nach hinten. Ja? Und je komplexer es wurde, umso mehr kam auch natürlich Konfliktpotenzial rein, weil man eine andere Vorstellung vielleicht hat von irgendwas. Und es macht halt viel aus, dass man sich auch unter vier Augen sieht. Das ist klar, mit Marco hatten wir eine riesen Distanz, der hat in Hamburg gewohnt, aber wir haben nach Spielen sind wir immer hier nach Rossbach zu McDonald's gefahren. 3 Uhr nachts auch nochmal, wenn du auf dem Server warst, also komm, jetzt nochmal ein paar Chicken McNuggets. Ist egal, also jetzt würde ich das nicht mehr essen, aber damals war es egal. Und dann hat man sich getroffen und darüber geredet einfach auch. Das ist halt, dieses Kommunikation ist halt wichtig und wir sind alle relativ kommunikativ gewesen. Das hat halt viel gebracht, dass wir es auch noch rausziehen konnten, obwohl man vielleicht gesagt hat, der ein oder andere, ich will jetzt mehr. Ja, auch berechtigt, der Weise. Ne? Aber es sind jetzt keine Freundschaften an Counter-Strike bei euch zerbrochen, hoffe ich mal. Also ich sag mal so, es gab ja ein Line-Up bei der Gründung und es gab ein Line-Up, was am Ende dann final war. Und bis dahin gab es schon, sag ich mal, den ein oder anderen Charakter, der sich mit den anderen nicht so gut verstanden hat. Ich glaube, es ist halt auch menschlich, ne? Man ist da in einer jungen Phase und versucht sich halt auch so ein bisschen sich zu zeigen auch oder vielleicht einfach seinen Standpunkt klar zu machen. Und wenn zwei, ich sag mal, sehr aufbrausende vielleicht auch manchmal Menschen oder mit viel Selbstbewusstsein oder einem großen Ego dahin kommen, dann gibt es einen Clash und dann gibt es vielleicht auch eine Trennung irgendwo. Ne? Und das ist halt auch passiert. Ich glaube, es ist okay, ja, so wie es gewesen ist. Vielleicht im Nachhinein hätte man das auch mal anders lösen können, aber da hat jeder sich für seinen Weg entschieden und dann ist es so. Ja. Und ihr seid ja dann in der dritten EPL-Saison auf die Finals gekommen, habt den vierten Platz gemacht. Sieger wurde damals Mouseboards vor HFD mit Chefkoch unter anderem und eben dann die A-Losers auf Platz 3. Ihr hattet sowohl gegen die A-Losers als auch gegen HFD das Nachsehen. Wenn du dann eben jetzt diesen vierten Platz mal analysierst, ja. Auf die Finals zu kommen ist ja schon mal gut. Vierter Platz dann, ist es okay gewesen oder war das doch ein bisschen auch enttäuschend? Sowohl als auch, glaube ich. Also man muss natürlich, das kann man nur im Nachhinein reflektieren. Ich glaube, zu der Situation war uns das, glaube ich, nicht so klar, was da war. Man hatte natürlich den Anspruch, irgendwie mehr rauszuholen. Aber wir wussten auch genau, die anderen haben deutlich, also bis auf HFD jetzt, weil für die war das, glaube ich, auch die erste Season, wenn ich mich recht entsinne. Die anderen haben einfach den Erfahrungsschatz auf einem Event an gestellten PCs, den wir nicht hatten. Ja? Klar waren wir auf LANs, wo wir auch, keine Ahnung, gegen Alternate damals noch gespielt haben. Und Zweiter wurden oder sowas und keine Ahnung, 1000 oder bis 1500 Leuten auf der LAN. Man hat schon ein gutes Selbstbewusstsein gehabt, dass man auf LAN gut spielt. Wir wussten das Internet natürlich nicht, aber das war uns auch egal, weil wir wussten es. Trotz alledem ist es was anderes. Du kommst an einen Ort, wo du nur dein Equipment hast und nicht dein PC. Alles ist Standard eingestellt. Da ist noch Mausbeschleunigung drin. Ich habe die erste Halbzeit im Spiel mit Mausbeschleunigung gespielt, weil ich das natürlich zu Hause, denkst du nicht mehr dran, du stellst das einmal ein und änderst das nicht. Ich war auch nicht jemand, der irgendwie alle 3 Wochen sein PC neu aufgesetzt hat, so wie Rockstar das vielleicht gemacht hat. Ja. Und es ist alles eine neue Gegebenheit, vielleicht auch weniger Platz.
du hörst dich vielleicht nicht so gut oder alle sind aufgeregt, ne? Das kommt alles hinzu. Und natürlich, wie gesagt, der Erfahrungsschatz, die anderen, ich sag mal so, du hast natürlich schon mal gegen die gespielt, aber die wussten, sind ab, vielleicht abgeklärter auch einfach gewesen in gewissen Situationen, wo wir dann vielleicht aufgeregter reagiert haben. Ja, und ansonsten, also ich fand jetzt nicht unsere Performance grundsätzlich schlecht. Es ist ja nicht umsonst so, da erinnere ich jetzt mal an Toni Kroos, ne? Du wirst Vierter in einem Turnier, mit, wo du gegen jeden spielen musst in der Liga. Und dann gibt es einen Turnierbaum, ne? Und da spielen natürlich die vier Besten von dem Ligaturnier davor. Und es ist ja nicht so, dass du jetzt gegen den Schlechtesten spielst. Da kannst du halt auch schlecht performen, vor allem wenn es dein erstes Mal ist und du aufgeregt bist. Aber ich glaube, wir haben gut performt. Ich kann mich auch noch erinnern, damals, ich glaube, David Darksan hat bei Alosis gespielt. Ich habe da einen guten Kontakt mit ihm damals noch gehabt. Und er hat auch gesagt, wir haben uns euch schlechter eingeschätzt. Ja? Und auch mit Chefkoch David haben wir auch danach viel geredet und dann kam auch genau das zurück. Also wir wussten uns um unsere Stärken. In dem Fall waren einfach die anderen auch aufgrund ihrer Erfahrung einfach auch ein bisschen besser, glaube ich. Ja. Und ich hätte auch niemals gesagt, dass wir da den ersten oder zweiten Platz, ehrlich gesagt, machen. Weil mit Aluses und Mausboss hast du schon zwei drin, wo du wusstest, die werden den ersten oder zweiten machen. Gut, HFD hat es natürlich jetzt besser performt, ne, aber ist halt, kannst du nichts machen, ist halt so, ne? Da sind halt die Besten in der Saison und dann performst du halt auch nur dementsprechend. 2003 gab es ja nicht nur die deutschen Top-Teams, Mouseboards, Orkrana gab es auch, A-Losers, MTW, sondern auch international. Schwedische SK-Team war ganz vorne mit dabei, NIP, also Ninja in Pyjamas. Gab es damals für dich auch Spieler oder auch Teams, die dich so ein bisschen beeindruckt haben, zu denen du so ein bisschen aufgeschaut hast? Also ich weiß noch, die ersten Demos, die ich geguckt habe, das war jetzt zum Beispiel von Burning Death auf das 2, glaube ich, mit der AUG. Daran kann ich mich noch erinnern. Das fand ich schon imponierend. Da hat er, glaube ich, bei DKH noch gespielt. Und dann, als ich dann erst verstanden habe, dass es auch eine internationale Szene gab, da hatten sich natürlich auch Spiele angeguckt, wie Heaton, später dann auch Element und ich sag mal so Spawn, ja, aber das also Heaton war es immer so, da hat mich halt die Kontrolle von dem Spray gereizt, weil ich war jetzt nicht so der starke Aimer, so One-Shots hast du von mir selten gesehen. Ich war eher auch, wie Bodo das, glaube ich, gesagt hat in einem Interview, ich war jetzt nicht so der gute Schütze, sagte er, glaube ich, also das Wort Schütze benutzt, ne? Genau, ich war nicht so der gute Schütze, ne? Für mich war es immer so, auch da, auch Gedanke, wo ich mich auch an Bodo zum Beispiel auch unbewusst orientiert habe, ist, das Beste daraus zu machen, was du kannst. Und das Beste, was ich, glaube ich, konnte, war für mich immer, das Spiel zu lesen. Ja, zum einen, mich an Positionen zu stellen, wo du eben nicht sofort vielleicht den Pre-Shot machst. Das heißt, irgendwie ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links, geduckt, stehend oder eine andere Position, wie man schlechter erwartet. Und dann einfach auf das Spray sich zu verlassen. Ja. Und ich habe viel von Element, glaube ich, vom Game-Reading her in mir gehabt. Auch das Anleiten von Leuten und das Motivieren. Also das ist auch ein Aspekt, den ich damals auch von der CPL auch von ihm mitgenommen habe. Das fand ich so unglaublich krass, wie er einfach jede Runde das Team gepusht hat bis zum geht nicht mehr. Das hat mich so beeindruckt und ich wusste das natürlich vorher nicht. Und es gehört ja auch, glaube ich, zu einem Leader irgendwie dazu, dass du dein Team weiterbringst, was ich ja immer versucht habe. Aber wenn du immer die ganze Zeit negativ bist und draufhaust, und das gab es natürlich am Anfang, weil du bist halt jung, du hast keine Ahnung, was mit deinen Emotionen ist, gab Szenen, da würde ich im Leben nicht nochmal denken, dass ich sowas immer gemacht habe. Dem eigenen Bruder würde ich auf jeden Fall niemals in meinem Leben wiederholen und im Nachhinein natürlich sofort reflektiert. Und das ist, glaube ich, auch meine Stärke. Ich reflektiere dann halt viel. Und das alles zu paaren miteinander, das war, glaube ich, so das, was, wo ich habe immer was aus irgendwelchen Leuten rausgepickt. Was ich halt nie gemacht habe, ist jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt auf Johnny Air oder Fraud gucke, irgendwie mit der AWP. Das war halt überhaupt nicht mein Ding. Da Reflexe und präzises Aiming wusste ich, das kriege ich nicht hin. Das habe ich ausgeschlossen und habe mich halt an Spielern orientiert, wo ich genau wusste, die haben die Skills, die ich auch brauche.
Mit Pandora ging es ja dann 2004 weiter zu SK, also Schrödkommando, heute SK Gaming. Warum habt ihr euch damals entschieden, quasi den Stammclan, also Pandora, zwar als Team gleich zu bleiben, aber eben zu SK zu wechseln? Wir haben in der Zeit von den Anfängen, wo wir in der EPS waren, bis zu dem Zeitpunkt schon häufiger mal mehr oder weniger das, wie nennt man das, den Sponsor oder den Clan dahinter gewechselt. Mir war es immer wichtig, dass wir irgendwie den Namen behalten, die Identität. Also ich bin, vielleicht merkst du, es ist, für mich ist dieses Loyalität und Identität, das ist immer so ein wichtiger Aspekt gewesen. Ist jetzt natürlich ein bisschen veraltet vielleicht auch, weil es ja auch irgendwo ein Business geworden ist. Aber für mich war das immer wichtig. Und es gab so einen Moment, wo ich aus den Ferien komme. Wir haben 6 Wochen Ferien in Ungarn, komme zurück und wir hießen einfach anders. So, ja, das hat, war für mich so, ey, Tim, kannst du doch nicht machen. Ne? So, aber ich sag mal so, wenn jemand kommt wie SK Gaming, und ich glaube, da gab es ganz lange auch kein deutsches Team zu der Zeit, da sagst du nicht nein. Ja, solange du bei den gleichen Leuten bleibst, da sagst du nicht nein. Das ist ein großer Name. Und ich habe da von da an auch gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall, dass wir irgendwie diesen Namen Pandora mit irgendeinem billigen Line-Up dann nochmal aufleben lassen oder sowas. Das soll so bleiben, man soll das in Erinnerung haben und dann geht man einfach mal geschlossen zusammen einen weiteren Schritt, weil irgendwo wollte man ja auch ein bisschen mehr Sponsoring haben, sich nur aufs Spiel konzentrieren und wir wurden vorher halt ziemlich häufig enttäuscht, auch was das angeht. Das ist auch, glaube ich, eine Chance, die man einfach dann wahrnehmen muss, ja. Klar, das kann ich, glaube, die Möglichkeiten, die ihr da auch bekommen habt, ne, das heißt vielleicht auch finanzieller Natur, auch für Events oder so, waren vielleicht größer als bei Pandora. Ja, also wir haben natürlich vorher alles immer selber bezahlt. Es gab eigentlich nie irgendwas. Es gab mal T-Shirts, einen Server und wie hieß Bouncer? Bouncer. Ah, ja, genau. Sie damals. Ja, Bouncer, ja. Das war ein Ding. Wow, zum Glück gab es Bouncer. ja, ich meine, die haben natürlich deine Community zusammengehalten, weil sie den Channel gesichert haben, aber im Endeffekt ist es ja nichts wert. Ne? Was bringt dich ja nicht weiter im Spiel. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal Geld bekommen habe oder sonst irgendwas davor. Bei SK gab es jetzt auch nicht viel. Ich glaube, das habe ich mal gesagt, 50 Euro oder so. Waren im Vertrag. Und mehr war jetzt im Vertrag nicht. Wir haben das Preisgeld behalten dürfen, egal was wir uns gewonnen haben, also was wir gewonnen haben und alle Sachwerte. Und so Unterkunft wurde bezahlt und ich glaube Fahrtkosten auch. Ne? Also sowas zu LANs und Events, das wurde alles übernommen. Ja. Also an sich ist das ja eigentlich das, womit du arbeiten willst und arbeiten kannst, ne? In einem niedrigen Level. Aber klar, hätte ich gerne auch mal Hardware gehabt oder sowas. Man muss dazu halt auch sagen, dadurch, dass ich so, ich sag mal so der Teamplayer bin, weil für mich das halt immer wichtig war, dass die anderen eigentlich besser performen als ich, weil ich wusste, ich werde jetzt hier nie rausstechen. Habe ich halt schon immer auch zurückgesteckt, wenn es Hardware gab. Das heißt, ich sagte Jerome oder Marco oder Tim oder Dennis einfach gegeben, gesagt, hier, nimm du das. Ich komme auch klar mit 60 FPS, also ich übertreibe jetzt, waren natürlich mehr FPS, aber ich habe natürlich schon schlechtere Bedingungen gehabt häufig und habe dann aber auch im Gegenzug an gestellten Rechnern dann deutlich besser performt, weil du halt dieses, du bist es gewohnt, dass es nicht so gut läuft, sobald du Demo und Equitas anhattest, und eine Smoke lag, ging es gar nicht mehr. Ja? Also ich habe auch immer im PC, wie es viel besser performt als in einem Ligaspiel dann. Aber an gestellten Rechnern lief es dann halt wirklich mega gut. Und dann hätte man auch mal drüber nachdenken können, doch nochmal in die Hardware zu investieren. Aber Geld hatte man jetzt ja auch nicht viel. Wächst ja nicht auf Bäumen. Ne? Ja, definitiv. Ihr seid ja aber dann mit SK ja auch zur CPL nach Dallas gereist. 2004 war das, CPL Winter. Und eine CPL, muss man ja sagen, das war früher schon das Event schlechthin. Also da waren die Top-Teams, da gab es viel Preisgeld, auch sehr viel Prestige. Wie besonders war es für dich damals, auf also, so einer CPL zu spielen? Für mich absolut, also ich bin extrem stolz darauf, muss man schon sagen, auch wenn das jetzt eigentlich nichts mehr wert ist sozusagen. Aber für einen selber, ich war schon sehr stolz darauf. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben ja eigentlich anfangs den Qualifier in Rumänien gewonnen. Das war, ich sag mal so, relativ deutlich. Wir sind ja auch mit Myster hingegangen. Das war dann ja auch nochmal so ein Bruch im Line-Up. Ne? Das mussten wir auch erstmal hinkriegen.
Und ich sag mal, da haben wir uns schon ein bisschen wie Könige gefühlt, weil da ist ja so, da wirst du, da kommt SK hin, also da war es wirklich so, du wurdest wirklich so empfangen. Im Nachhinein, im Finale hat man dann aber schon gesehen, dass die Lokalpatrioten sind, weil wir haben da gegen rumänische Teams gespielt und die wollten natürlich nicht, dass diese Qualifikation an irgendjemanden geht, der aus dem Ausland kommt. Kann ich auch verstehen irgendwo, ne? Ist ja nur normal. Und damals war TEG, waren die Lokalpatrioten, die haben wir schon oft gespielt, wir haben nie verloren gegen die, aber da wurde schon viel getrickst. Es ist so ein bisschen auch, das sage ich auch, auch so zu ESWC-Sachen, da wurde den Franzosen auch immer ein bisschen mehr geholfen. Fand ich irgendwie nicht so cool, ja, aber ich meine, klar, wenn man so eine lokalpatriotische Gedanken hat, dann will man das auch irgendwie, kann ich in dem Sinne nachvollziehen. Aber wenn es dann so heißt, so ja, die Runde, da ist das und das passiert, müssen wir nachspielen. Und damals gab es ja noch nicht wie heute, dass du mit dem gleichen Geld auf den Server kommst, irgendwie Kill eingeben, bla bla bla. Das gab es dann halt mal im Finale auch. Aber wir haben uns halt gesagt, hör zu, ich will, dass das fair abläuft. Also muss man nicht auf Englisch kommunizieren. Ich will, dass das fair abläuft und reißt euch mal zusammen. Es war uns dann egal. Wir haben uns gesagt, komm, das ist scheißegal. Entschuldigung, jetzt ist was Falsches gesagt. Die schießen wir einfach jetzt weg. Ja, da ist man dann auch vielleicht auch ein bisschen geforderter, fordert sich da selber heraus und pusht sich dadurch selber. Und dadurch war das auch kein, ich sag mal, kein großer Akt, dort zu gewinnen. Weil wir wussten, wir können das gewinnen. Die Rumänen haben aber das Geld behalten. Es ist ja, glaube ich, von der CPL war ja so eine Art Franchise, mehr oder weniger. Man hat da in jeden Qualifier Geld geschickt. Hier tragt es aus und der Gewinn geht ja in die Flugtickets und die Quali, die du bezahlen musst. Also dieses Qualifier-Geld, was du da bezahlen musstest. Und das haben die uns einfach nicht ausgezahlt. Also ihr habt den Qualifier gewonnen, aber sie haben einfach das Geld behalten. Sie haben das Geld behalten, genau. Und dementsprechend gab es auch gar keine Möglichkeit für uns eigentlich dahin zu fahren. Und zu unserem Glück haben sich damals die Schweden getrennt. Die haben da dementsprechend diesen CPL-Slot, den sie ja so oder so bekommen hätten am Ende, haben sie aufgegeben oder beziehungsweise nicht wahrgenommen. Und damals kam das Management das Management auf uns zu und hat dann gesagt, ja, also, oder wir sind auf die Zugang, nee, gebt uns doch den Spot. Wir können nicht auf die CPL, weil die Schweden fahren würden. Jetzt fahren die Schweden nicht, lasst uns einfach hinfahren. Das ist doch eh schon alles bezahlt und so weiter, ne? War gar nicht bezahlt, ne? Also nur ein Teil davon war wohl bezahlt. Jeder hat 100 Euro dazugesteuert von uns und dann durften wir fahren. Und in dem Moment ist natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Ne? Du bist jung, das ist das Event überhaupt. Du kannst mit all den Leuten, die für dich so Idole sind, ja, kannst in einem Raum sitzen und dieses Turnier spielen. Und natürlich, das ist natürlich auch ein gewisser Druck, aber der war auch nicht so hoch, weil wir wussten auch, es sind nicht die Erwartungen da wie ein schwedisches Team. Jeder wusste, wir werden nicht Dritter, Vierter. Aber ey, vielleicht ja doch. Vielleicht diese Überraschung. Und dann war es halt auch verrückt, das erste Mal über den großen Teich. Und ja, das war auf jeden Fall mega. Also würde ich niemals missen wollen. Also. Aber du musstest doch nochmal kurz auf diese Sachen bei diesen Qualifiern eingehen. Also wie kann man sich das vorstellen? Quasi, wie haben die versucht, ihre eigenen Teams so ein bisschen zu bevorzugen, damit die dann eben nachher besser dastehen? Ja, so bei so Geschichten, wo einer vom Server fliegt oder so, wurde vielleicht nicht direkt Pause gemacht. Oder man hat einen vielleicht aus Versehen einen Flashback benutzt. Wir haben da in einem Unigelände gespielt. Und ich sag mal so, das kann man sich nicht mehr so vorstellen vielleicht, aber das war jetzt nicht irgendwie, Wände waren nicht weiß, sag ich mal so. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie ein modernes Gebäude. Die haben uns mit Absicht auf den Flur gesetzt. Alle Teams, und es gab da keine großen Zuschauer oder so, haben in der Aula auf der Bühne spielen können. Und uns haben sie in den Flur gesetzt an so wackeligen Tischen. Da waren Vorlesungen, da kommen Leute runter im Flur, im Treppenhaus, ne? Und du bist mitten in deinem Spiel. Dann, ich kann mich nicht mehr 100% an die Szene erinnern, das Spiel musste unterbrochen werden. Und da war es ja so, dass wir dann nicht Pause gemacht haben, sondern von mit 0, also mit 800 Dollar dann anfängt. Und dann hat man irgendwie sich, weiß nicht mehr, wie viel Geld gegeben, die einen am Killer eingegeben und dann ging es weiter ab dem Ergebnis, ne, wo man dann stand.
Und da haben sie versucht zu tricksen. Also das, ich weiß nicht mehr genau wie, aber es war Vaterbeigeschmack einfach. Also grundsätzlich am Anfang natürlich, oh super, dass ihr da seid, toll, ich begleite euch hier hin zu dem Kiosk, wenn ihr was zu trinken wollt, bla bla bla. Man hat so wirklich jemanden an die Hand bekommen, mit dem man da reingehen konnte und der einem das so alles eingewiesen hat, aber dann halt irgendwie sitzt du halt auf so klapprigen Stühlen und Tischen. Also das war schon, ich würde sogar sagen, schon frech. Also es war schon frech. Man hat es dann halt im Nachhinein gemerkt, als man drüber nachgedacht hat. Die Euphorie war da, aber ja, gut. Ihr habt es ja zum Glück doch auf die CDL ja, dann geschafft. Also ich meine, wir wussten, dass wir das schaffen. Es war für uns, stand es außer Frage, dass wir das gewinnen. Wir waren extrem gut vorbereitet und ja. Habt ihr dann geschafft, genau. Nach Dallas geflogen und da waren ja auch viele andere deutsche Teams, ne? Mouseballs, Alternate Attacks, Team 64 war mit dabei. Was herrschte damals so für eine Stimmung bei den deutschen Teams? War das so ein Konkurrenzdenken, dass man da quasi untereinander oder war es wirklich dann auch ein Miteinander? Es war eher ein Miteinander. Also ich muss dazu auch sagen, ich habe so bei den Top-Teams eher so eine einzelne Person als Kontakt gehabt. Für mich war das nicht so, ich sag mal so, nicht so das Ding, ich muss mich dann jetzt nicht irgendwie mit denen socializen oder so. Das war nicht so, wenn ich einen sympathisch fand, dann habe ich mit dem sozusagen Kontakt gehalten. Bei den unteren Teams in den Ligen, in der ESL zum Beispiel, war es schon deutlich mehr Kontakt auch. Vielleicht lag es auch an der Erreichbarkeit, kann sein. Ja. Und ich muss aber sagen, dass dort auf dem Event das schon mehr so ein Zusammenschweißen war. Also man hat dann halt auch mehr miteinander zu tun gehabt, mit den Alternate-Jungs in eine Mall gegangen zusammen. Und wobei ich auch, das waren ja damals die Okraner-Jungs von früher, mit denen haben wir ja auch eh sehr guten Kontakt gehabt, weil wir relativ gleich auch in diese ganze Sache eingestiegen sind. Und da war schon viel auch mehr Zusammenhalt auch. Also ich weiß auch, kann mich noch erinnern, da haben wir gegen Tech, genau, auf Nuke gespielt und alle von Mouseboards saßen hinter uns und haben uns angefeuert. Ja, und das pusht einen dann auch, ne? Du kriegst ja dann auch nochmal die Resonanz von der Seite, ne? Ich glaube, es war Genghis war, glaube ich, hinter mir. Habe ich eine Szene irgendwie, wo ich zwei im Main hole als T und er so, ja, ja, ja. Und ich habe mich halt direkt mitgepusht gefühlt gehabt. Also das war schon, da war schon viel Zusammenhalt auf jeden Fall, ja. Und du hast ja gesagt, genau, das war so ein Ami-Team damals, gegen das ihr gewonnen habt. Ihr habt aber gegen das amerikanische Team Die verloren und seit nachher auch dann Platzierung war so 17 bis 24. Man hat es damals nicht so richtig ausgespielt. Ich glaube 15 bis 26, oder was nicht? Aber ist ja egal, die zwei machen jetzt auch keinen Unterschied. Würde ich mal sagen, so im Mittelfeld quasi des Teilnehmerfeldes habt ihr euch dann quasi. Eins vor Preisgeld. Leider. Wie würdest du da jetzt so im Nachhinein dieses CPL-Abenteuer beurteilen? Also ich weiß nicht, was die maximal an Teilnehmern waren. Das waren schon relativ viele im Feld. Mhm. Und es gab ja vorher auch eine Gruppenphase mit vier Teams. Ich glaube, wir wurden Erster oder Zweiter. Kann ich nicht mehr erinnern. Ich glaube sogar Erster. Ich glaube Erster. Und da, die Teams waren relativ schwach auch. Also die haben jetzt nicht groß performt. Und dann in dem Turnier selbst, also Die war schon wirklich eine harte Nuss. Also wir hatten nicht so viel Ahnung, was uns erwartet. Und das war Inferno, das war sowieso unsere allerschwächste Map. Wir haben alles komplett auf den Kopf gestellt, weil wir dachten, wir müssten es anders machen. Irgendwie ein Team hat doch, glaube ich, schon davor gegen die gespielt. Ich glaube, es war sogar ein deutsches Team. Ich glaube, Alternate vielleicht. Ja, Alternate aus Team 64, ja. Eins von beiden. Ja. Mhm. Die haben uns da so ein paar Tipps gegeben, wie wir am besten da spielen sollten. Weil die haben nämlich, glaube ich, auch Inferno gespielt. Ich weiß aber nicht mehr genau. Oder die hätten vielleicht auch mit denen trainiert. Und weil man konnte man auch PCWs noch machen während der Phase. Und haben dann uns so ein Tipps gegeben. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, haben wir gedacht, wir müssten alles ändern, was wir da sonst an Taktiken hatten. Und dann waren die auch noch T und haben uns komplett überrannt. Und dann hast du nur noch ganz wenig Runden gehabt, die du eigentlich als T selber performen musstest. Und das war schon eh so unsere schwächste Seite eigentlich, die T-Seite. Und dann hatten wir keine Chance, also keine Chance da überhaupt irgendwie Land zu sehen gegen die. Das war schon ernüchternd. Und dann geht man natürlich nicht mit so einem guten Gefühl ins Lower Bracket. Aber auf Nuke dann lief es richtig gut. Das war auch eine unserer stärkeren Maps, ne? Und ich glaube, da haben wir auch wieder mit dem Teamplay auch besser performen können, weil so Flash Ghost und Smoke Ghost direkt am Anfang der Runde, das waren die, glaube ich, auch nicht so gewohnt.
haben die ganz schlecht auch verteidigt, das weiß ich noch. Die haben ganz schlecht als CT verteidigt. Ich glaube, was wiegen das? 16-8 oder sowas? Ich glaube, 16-8 war es danach, ja. Ja, also es war eigentlich relativ deutlich in dem Sinne für unsere Performance, ja. Und ja. Trotzdem, CPL-Abenteuer kann man natürlich mitnehmen. Ich sag mal so, für die Platzierung, ein bisschen schade, dass man nicht noch eine Runde weitergekommen ist, aber für die Platzierung bin ich trotz alledem stolz darauf, weil man hat auch viel Reise. Strapazen dahinter, man muss sich ja vorstellen, man hat ja auch Jetlag irgendwie. Das ist ja nicht so, dass da dir noch Zeit gelassen wird, es geht am nächsten Tag los. Ja. Man hat eine krasse Aufregung und auch wenn man viel Erfahrung vielleicht schon hatte damals, da war immer noch Ehrfurcht, weil du warst auf der CPL, du warst nicht auf irgendeiner LAN in, jetzt nicht Bad Kreuznach mit der BKH-LAN irgendwie schlecht machen, aber das war jetzt nur die BKH-LAN, ne? Es ist die CPL, ja. Und da sind krasse Teams dabei und deine Idole vielleicht auch. Und ich glaube, besser, also schade wäre gewesen, in der Gruppenphase auszuscheiden. Das wäre mir wirklich peinlich gewesen. Und da hatte ich damals, wo ich das letzte Mal ein Turnier gespielt habe, das war, glaube ich, ESWC 2005 oder 2004, da habe ich zum Beispiel nicht in der Gruppenphase ausgeschieden mit den Österreichern. Da habe ich mich richtig geschämt für, obwohl es keinen interessiert hat. Das war einfach für mich selber, war das ein richtig schlechter Moment. Ich habe so schlecht gespielt, obwohl davor diese ganzen Spiele mit denen richtig gut gelaufen sind. Das fand ich dann schon, dass wir da einfach auch stolz sein konnten, auch auf die Performance, egal ob man da jetzt diese Runde nicht weitergekommen ist. Definitiv, also eine CPL war damals schon wirklich das Event. Und bei SK war es ja so, ne, das schwedische Team ist dann so irgendwie ein bisschen auseinandergebrochen, konnte ja dann nicht. Aber trotzdem, natürlich, so ein schwedisches SK Schweden war natürlich schon auch wirklich ein Wahnsinnsteam. Gab es da irgendwie Berührungspunkte eigentlich zwischen den Schweden und euch Deutschen? Hat man vielleicht auch mal geplaudert oder mal trainiert zusammen? Also das war nicht der Fall, dass wir da großen Kontakt mit denen hatten. Die haben sich wirklich für sich gestanden. Es war auch nicht so, dass die Clanleitung das irgendwie groß eingeleitet hat. Und wir haben, ich glaube, Globe war damals unser Orga. Ich weiß gar nicht mehr, wie er mit Vornamen heißt, sorry. dem haben wir schon mal ab und zu gefragt, ob er nicht vielleicht mal ein Training mit uns gemeinsam, dass wir mal ein Training machen. Und dann ist das einmal zustande gekommen. Das war auf jeden Fall noch mit Aal, Heaton, Potty weiß ich nicht mehr, aber Spawn auf jeden Fall. Und dieser PCW, der war auf das 2. Und wenn du dir vorstellst, da sind jetzt die großen Schweden, da gibst du extra mehr Gas, auch wenn es nur ein PCW ist. Und ich habe grundsätzlich auch jedes Fun-Map-Spiel, jeden PCW, egal was, ich habe immer gespielt, als wäre es die CPL. Ich mache das auch noch heute so. Für mich ist das immer purer Ernst, weil nur dann macht es mir Spaß, wenn ich diesen kompetitiven Gedanken in mir habe und wenn ich nur auf dem Public-Server bin und nur für mich spiele. Ich kann nicht mit Fun-Waffen aus Fun spielen. Kann ich einfach nicht, geht nicht. Ist nicht in mir drin. Und da haben wir so Gas gegeben und haben in diesem PCW die dominiert. Auch so, dass da teilweise Szenen rauskommen, wo du denkst, boah, okay, das sieht halt krass aus nach Wallhack oder Cheat oder Aimbot oder sowas. Und die haben halt auch das so suggeriert, indem sie halt so gelacht haben, nach dem Motto, das war jetzt aber komisch, dass du den jetzt so holst und die drei anderen dann auch noch. Aber man muss das halt in Relation sehen. Die kommen da hin, die sollen jetzt gegen das deutsche Schwesterchen, die kleine Schwester spielen, ja. Die haben sich nicht Mühe gegeben. Die dachten sich, wir gehen dahin, spielen ein bisschen uns ein, dann kommen die richtigen PCWs gegen unsere schwedischen Freunde oder so, weißt du? Ich glaube, das hat die dann schon ein bisschen überrascht in der Hinsicht, aber haben das nicht groß gewertet. Für die war das jetzt, komm, wir machen jetzt diesen PCW und dann ist gut. Für uns war das halt nur schon ein mega Ding in der Hinsicht und wir wollten uns halt auch irgendwo beweisen, ja. Ich glaube, es ist normal, dass man das dann macht, ja. Aufregung war dann auch ganz, ganz weg, glaube ich. Ja. Aber ihr hattet jetzt nicht so auch in ASC mal mit denen irgendwie im Channel irgendwie dann reden können oder so, also, mal im Heaton, Potty ein bisschen quatschen? Nee, das gar nicht. Fisker, Adam. Also vielleicht, vielleicht Tim, weil ich glaube, er ist auch schon mehr jemand, der mal auch viel Networking betrieben hat. Aber ich glaube nicht, dass sonst irgendjemand von uns, nee.
bei Tim, also Silver, war es ja dann so, dass er Anfang 2005 zu Alternate Attacks gewechselt ist. Und das war so ein bisschen auch bei euch dann so, ich möchte nicht sagen, das Auseinanderfallen, aber es war schon auch so, ne, glaube ich, auch Jerome ist, glaube ich, auch da mal gewechselt. Was waren aus deiner Sicht dann die Hauptgründe dafür, dass so dieses langjährige Team dann doch so langsam getrennte Wege gegangen ist? Ja, das war ja, waren ja 5 Jahre, also oder 4,5, je nachdem, wo man, ab wann man rechnet. Ist, glaube ich, auch schon eine lange Zeit. Und du hast ja vorhin diese Frage gestellt, wo das mit den Konflikten oder sowas sein kann, dass man vielleicht auch mal eine schlechte Zeit hat. Und wir haben nach den Finals damals eher, ich will nicht mittelmäßig sagen, weil ich glaube, wir waren schon oberes Mittelfeld. Man konnte uns, glaube ich, immer in den Top 5 in den Turnieren oder Ligen immer einordnen und immer mit uns rechnen. Jetzt nicht unbedingt mit dem ersten oder zweiten Platz immer, aber immer so dritter, vierter, fünfter. Der eine oder andere hatte einfach mehr Ambitionen. Und das ist auch total okay. Und ich glaube nicht, dass wir von dem Bruch sprechen können. Also wir waren nicht irgendwie jetzt irgendwie mega schlecht gelaunt auseinandergegangen, ganz und gar nicht. Wir haben darüber gesprochen. Und da ist man auch dann schon im Alter, wo man das auch relativ gut voraussehen kann. Man merkt das ja auch daran, wie sich jemand verhält in einem Spiel, weil er vielleicht einfach mal ein paar Gather mit jemand anders gespielt hat, der vielleicht auch noch einem höheren Level spielt und dann das Gefühl hat, da kommt irgendwie viel mehr. Also wir haben uns, sage ich mal, von Zusammenspielen MR12-Ladder, wo man mega aufgeregt war, um mal gegen Heinerfest zu spielen und gezittert hat, bis hin zu Finals. Es ging immer stetig aufwärts und ab einem Punkt hat man dann gemerkt, dass wir stagnieren. Also es gab vielleicht mal immer hoch und manchmal ein bisschen runter, ne? Aber man bleibt, wenn man es langfristig sieht, ist das eine Gerade, die wieder hoch noch runter geht. Und hat dann Tim auch das geäußert irgendwann, dass es einfach, da kommt nicht mehr viel, wir werden auch nicht mehr besser. Und das muss man ihm auch absolut recht geben. Gerade für mich, für meinen Spielstil, gab es kaum noch funktionierendes weiter besser werden. Im Nachhinein, jetzt, wenn ich so spielen würde wie früher, dann wäre ich 10-mal besser, aber das ist ja jetzt egal, der Zug ist abgefahren. Man hätte sich natürlich verbessern können, aber diese Option haben wir damals nicht gesehen und das ist auch dann der Einsicht eingekehrt. Ne? Und dann haben wir ihn ziehen lassen. Ich glaube, war das da schon Alternate oder war das noch MTW? Ich weiß es gar nicht mehr. Es kann auch sein, dass er kurz noch bei MTW war, dann Alternate. Ja, ich glaube, er ist mit Jerome zu MTW gegangen. Mhm. Da war ich auch kurzzeitig sogar mal kurz sechster Mann und Dennis ist entweder zu den A-Losers oder Team 64 AMD. Team 64 hätte ich gemeint, ja. Ah, Team 64 AMD. Ich kann mich noch daran erinnern. Genau. Team 64 AMD Neon war noch damals, genau. Ja. Genau, und ich glaube, Marco hat komplett aufgehört. Er hatte auch von allen die wenigste Motivation. Also ich hatte auch gar nicht mehr so viel Motivation. Einfach PCWs die ganze Zeit von morgens bis abends so. Also morgens ist ja Quatsch, aber halt, ne, du kommst nach Hause, entweder Uni oder Arbeit und dann hast du auch irgendwann nicht mehr so viel Lust. Ne? Das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Und ja, dementsprechend war das voll in Ordnung. Also ich würde auf keinen Fall von einem Bruch sprechen. Das alles eher recht einvernehmlich. Schade, aber voll in Ordnung. Voll in Ordnung. Und du natürlich dann ganz Geschäftsmann. Es gab ja diesen EPS-Account, den du noch hattest. Ja. Und was viele ja nicht wissen, so ein EPS-Account, der war auch ein bisschen was wert, finanziell, ne, an Geld. Ja. Ne, und war auch von Teams natürlich begehrt dann, die vielleicht es nicht so unbedingt in die EPS geschafft haben, aber vielleicht doch noch irgendwie reinkommen wollten. Es gab diesen MTW-Deal damals. Kannst du so ein bisschen erklären, wie das damals abgelaufen ist und wie viel Geld du mit dem EPS-Account noch verdient hast? Also ich fange vielleicht nochmal vorher an. Ich hatte ja am Anfang gesagt, oder relativ am Anfang gerade hier gesagt, dass ich nicht möchte, dass irgendjemand dieses Liner Pandora nochmal irgendwie nochmal nachmacht oder unter diesem Namen spielt. Und wir hatten damals der Account war ja unserer, beziehungsweise eigentlich sogar offiziell meiner. Und ich hätte ihn einfach behalten können, hätte ja also irgendwie was Eigenes aufbauen können, mir mal ein Team suchen können, aber ich wollte das nicht, weil klar, wir gehen sind von SK, dann haben wir uns von SK aufgelöst, dann kommt diese Namenstrennung und ich habe den Account in Pandora umbenannt und alle dachten, boah, jetzt stellen die noch ein Line-Up, obwohl die sich gerade getrennt haben. Aber es war nicht so. Ich hatte nicht diese Ambition eigentlich, obwohl ich trotzdem gedacht habe, vielleicht
kriegst ja was zusammen, ne? Aber du kriegst ja keinen, mit keinem Sponsoring nichts, kriegst du nichts. Wer will da schon spielen, der irgendwie groß was kann? Und ich wollte nicht als 18. oder 16. 16. irgendwie da im Niemandsland enden mit diesem Namen. Ich wollte, dass das irgendwas Besonderes bleibt. Aber sehr, sehr viel Nostalgie dahinter, merkst du schon. Mm. Und irgendwann hat mich Ani angerufen, Knight, ne? Mhm. Knight. Von, ich glaube, damals waren die noch. Waren die noch Okraner, glaube ich, noch. Mhm. Und wollten zu MTW wechseln. Mhm. Und oh, ich krieg's hoffentlich jetzt nochmal richtig zusammen. Er hat mich angerufen und gefragt, ob ich ein Line-Up denn überhaupt habe. Und dann dachte ich erst, der will das Line-Up irgendwie für mich machen. Ich hätte ja nicht Nein gesagt bei den Leuten. Aber nein, er meinte, die sind ja abgestiegen damals mit MTW. Also MTW-Account ist abgestiegen. Ich glaube, es waren Pret und so richtig alte Hasen, die da noch mitgespielt haben. Ich glaube, die alten EFF-Kult. EFF-Kult, genau, Lord Bishop ja, ja. und so, ne? Ja, ja. Und ich glaube, die sind abgestiegen vorher. Und dann ist dir, das war der 16., wenn ich mich, oder der 17., ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ein Platz vor der Rehle oder sowas haben die es nicht geschafft, ne? Und dann ging es darum, dass ich den Account verkaufe, indem ich ihn verfallen lasse. Ich durfte nämlich nicht den Account irgendjemand einfach so geben. Ich musste ihn verfallen lassen und so sind die mit dem MTW-Account, der der ursprüngliche war, in die Rehle gerutscht und haben dadurch die Rehle sogar gewonnen. Also klar, natürlich gewonnen. Und dann, ich glaube, nächste Saison sind sie sogar Zweiter oder Erster gewonnen. Also es hat sich auf jeden Fall für die gelohnt. Aber ich wollte es nicht umsonst machen. Ich wollte nicht sagen, ja, okay, klar, alles klar, lass ich ihn verfallen. Für mich war das ein super Deal, weil der wusste nicht, dass ich kein Line-Up habe oder kein Line-Up stellen wollte. Und ich habe gesagt, weißt du was? Was würdet ihr mir denn geben? Und eigentlich hätte ich wahrscheinlich im Nachhinein sogar mehr verlangen können, wenn man überlegt, dass sie Zweiter geworden sind und so. Aber vielleicht hätten sie es mir dann nicht gegeben. Ich habe 2.500 Euro verlangt. Und der hat gesagt, alles klar. Ich kenne das, ich glaube, Bottmann war das früher. Bottmann war ab. Dann ruft, habe zwischendurch auch nochmal mit Bottmann, glaube ich, geredet. Rufen sie mich an und sagt, ja, okay, wir machen den Deal. Und ich habe gedacht, das Geld sehe ich auf gar keinen Fall, als ob da irgendwas kommt. Es gab auch nichts mit Unterschrift oder sonst irgendwas, sondern irgendwann war Geld auf meinem Konto und ich habe gedacht, ja gut, okay, alles klar. Habe dann der ESL Bescheid gesagt, wir lassen es verfallen, ich kann kein Nein abstellen. Und so stillschweigend einfach hat es dann also für beide Parteien gut ausgesehen. Ich habe allen 500 Euro ausgezahlt und Julius, also Jules, habe ich 50 Euro gegeben für die, also 50 Euro ist natürlich nicht viel, aber er hat halt die viele Arbeit einfach auch reingesteckt an Organisation viel. Ich habe eigentlich auch gesagt, dass jeder andere darüber nachdenken sollte, das vielleicht zu machen. Ob es dann jemand anders gemacht hat, weiß ich nicht. Aber genau, so. Hat sich dann doch auch noch gelohnt, so ein EPS-Account für 2.500 ja. Euro zu verkaufen. Und so ist er dann quasi MTG auch in der EPS geblieben. Sie genau. konnten eine Rele spielen und der EPS-Account von Pandora ist halt dann verfallen. Aber ich glaube, du hättest im Nachhinein auch vielleicht 5.000 Euro verlangen können. Wahrscheinlich schon. Trotzdem kein schlechter Deal, um Gottes Willen, alles gut. Man sieht, ich bin kein guter Geschäftsmann, was das angeht. Viele Spieler sind ja dann von Pandora auch zu bekannten Clans gewechselt. Ne? Wir haben es gesagt, genau, Neon bei Team 64, Silver später dann auch bei Mousebots bei Alternate gelandet, Jerome Shidi hat ja auch bei Enfaculty dann Karriere gemacht. Gab es eigentlich dann irgendwann mal vielleicht den Plan, ein paar Jahre später, 2008, 2010, dass man diese ganzen alten Hasen wieder zusammenführt und sagt, hey, eigentlich wäre es doch mal cool, wieder das Pandora-Line-Up, das Pandora-Team aufleben zu lassen? Nee, ich hab's nicht. Also man muss dazu sagen, ab dem Moment, wo wir uns getrennt haben, ist der Kontakt zwischen uns und Marco komplett mehr oder weniger abgebrochen. Ich glaube, er hat viel WoW gespielt, auch schon damals hat man das, das war auch, glaube ich, genau die Zeit, wo WoW rauskam, ne? Ich habe das ja selbst ein halbes Jahr in der Beta-Phase gespielt und viel mit Jonas und Pope und Gore viel gespielt. Da ist überhaupt erstmal Kontakt mit denen überhaupt gekommen. Aber dieser Kontakt ist komplett abgebrochen. Und mit Dennis haben wir dann schon ab und zu nochmal, habe ich dann auch, sogar ich sogar nochmal ab und zu gespielt. Ich habe ja immer mal irgendwo bei irgendwelchen Teams ein Stand-in gemacht oder so. Ich habe jetzt nicht komplett aufgehört mit Spielen. Ich hatte nur keinen Bock auf Training. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich wollte einfach nicht mehr trainieren. Das war einfach wirklich nervig.
für mich damals und hatte auch damals auch nicht so viel Zeit, weil ich ja auch noch studiert hatte. Und dieses Zusammenhalt und sich treffen, das ist immer noch geblieben, privat, ja, aber niemals dieser Gedanke, das nochmal aufleben zu lassen, weil man hat dann auch gemerkt, Jerome und Tim, die haben sich, wir haben uns sozusagen als Team dann, also als wirklich nur als Team, auch entfernt voneinander. Da war ein Skill Gap einfach, muss man klar und deutlich sagen. Und ich würde auch nicht wollen, an deren beiden Stellen, wenn ich mit Top-Lineups spielen kann, mit jemandem zu spielen, der mich sozusagen nicht so runterzieht in dem Sinne, aber eine Hürde ist, um besser zu werden oder erfolgreich zu sein, würde gar keinen Sinn machen. Na klar könnte man denken, okay, jetzt ist hier alles mal vorbei irgendwie, wir sind alle in Rente, lass es doch mal machen, aber da war es auch teilweise schon zu spät. Dennis hat ja, glaube ich, gar nicht mehr gespielt und Jerome hat auch nicht wirklich die Ambitionen gehabt, jetzt nochmal darauf zurückzugehen und Tim ja auch nicht. Also für den war dann Kapitel Counter-Strike komplett gegessen. Er ist dann auch immer sehr fokussiert auf eine Sache, das macht ja auch seinen Erfolg aus, ja. Und dann war halt einfach eine andere Sache wichtiger. Und bei dir war es ja dann wirklich so, der bekannte sechste Mann warst du dann sehr, sehr häufig bei vielen Lineups, also ich glaube Stofftiere, MTW, ein Faculty teilweise ja auch noch. Hast aber dann doch gerne auch noch bei ESL-Events mitgemacht. Also du warst ja Co-Kommentator, Co-Moderator, ja, Experte auf den Friday Night Games, beim Finals vielleicht auch mal. Weißt du noch damals, wie diese Zusammenarbeit mit der ESL entstanden ist und quasi dieser Rollenwechsel von Spieler zu Co-Kommentator? Ich kann gar nicht sagen, was der ausschlaggebende Punkt war. Ich glaube, es hat halt viel damit zu tun, dass ich jetzt nicht so kamerascheu bin grundsätzlich. Dann ist man ja auch in der Teamleader-Rolle häufig derjenige, der die Interviews macht auf den Events oder Friday Night Games. Das heißt, vielleicht hat die ESL da auch gemerkt, den kann man auch mal da hinstellen. Der labert keinen Scheiß, ne? Weiß, wovon er redet. Und ich habe auch, während man dann so mit den Leuten spricht, knüpft man halt auch irgendwie Kontakte. Ich habe halt mit Nick damals, mit Nick Adams, immer mich ganz gut verstanden auch und mit Pre sowieso, also der ist ja sowieso eine mega coole Socke und das hat dann auch zum Beispiel zu so Sachen geführt, wie dass wir auf die ESWC gefahren sind, Jerome und ich, und Nick hat uns dahin gefahren. Also so Sachen, die haben uns auch immer gut unterstützt, was sowas angeht. Und irgendwann, weiß nicht, dann hieß es, hier, komm doch mal vorbei, wir brauchen da irgendjemanden als Co-Kommentator. Das war ja auch gang und gäbe irgendwann dann, als sie in den Studios auch waren. Und das hat dann irgendwie seinen Lauf genommen, ne? Ich hatte es nicht weit, 1,5-2 Stunden immer bis nach Köln. Irgendwann kannte ich die Strecke auswendig. Ich weiß noch, beim ersten Mal Finals haben wir uns krass verfahren. Wir haben das erste Spiel gespielt, es war bestimmt schon 1 Uhr nachts und wir hatten das gleiche Hotel wie HFD. Und wir sind da bestimmt an einem Kreisel 5-mal durchgefahren und haben unser Hotel nicht gefunden. Und dann war es irgendwann schon 3. Und dann haben wir immer noch danach noch gefeiert, sag ich mal. Also die Jungs haben ein bisschen getrunken, sag ich mal. Mit David ist immer... Ist gut am Glas. Und ich sag mal so, es gab natürlich auch immer ein bisschen Geld dafür, so Fahrtkosten und so. Da gab es halt immer mal ein bisschen mehr. Das habe ich natürlich gerne angenommen. Und es hat auch mega Spaß gemacht. Und es gab auch dieses Angebot oder die Option, das vielleicht auch weiterzumachen in einem besseren, professionelleren Rahmen auch. Ich hatte auch darüber nachgedacht, aber im Endeffekt, ich wusste nicht, wie weit das geht. Ja, das ist ja immer so eine Unsicherheit dabei und ich bin schon der Mensch, der da gewisse Sicherheit haben möchte. Und ich wusste nicht, ob ich jetzt 2 Jahre das mache, mein Studium dafür unterbrechen würde und dann am Ende gar nichts mache. Und dann hast du kein Studium abgeschlossen. Okay, das hat ja eh nicht geklappt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber in dem Gedanken, ne? Und hast dann halt irgendwie nur Halbgares da und kannst nichts vorweisen. Und dann natürlich auch umziehen. Wäre noch dazu gekommen. Und das war nicht so mein Ding. Wollte ich nicht. Ich wohne seit ich hier bin, seit ich 6 bin quasi, hier in dem Raum und wollte ich nicht weg. Und ja, deswegen ist es nicht dazu gekommen, aber das war irgendwie genau mein Ding. Ich konnte das, was ich an Game Knowledge hatte, immer mit reinbringen. Das wurde wertgeschätzt und ich wurde halt auch, wie gesagt, Finals oder Events wurde ich auch eingeladen und ich war halt auch immer jemand, der kurzfristig auch zusagen konnte.
Das hat man dann auch später dann gemerkt, wo dann halt Leute eingeladen wurden, die abgesagt haben und ich genau 3 Stunden vorher angerufen werde. Mengis, Mengis, komm doch mal vorbei, ich hab hier, kannst du nicht. Und jemand anders war, glaube ich, noch Big Mac, der kam aus Osnabrück, glaube ich, Osnabrück eSports, den haben sie auch immer eingeladen und der war auch immer so ein Stand-in sozusagen für jemanden, der dann am Ende nicht gekommen ist, ne? Genau, bei DK war, glaube ich, auch mal damit. Ja, stimmt, mit Undi, genau. War, ja, das ja. Waren so immer die Expertenriege quasi, der ESL mit Macman, Big Mac. Wobei ich sagen muss, wir waren immer besser als die. Also Experte, muss ich mal sagen. Die haben sich nur gut, also muss man sagen, da hat auch eine gute Atmosphäre geherrscht, fand ich. Man hat sich unter den Leuten immer richtig gut verstanden. Und das ist dann auch so ein bisschen kumpelhaft, so hier, komm du mal. Nach außen natürlich der Experte, aber ich glaube, ich kann schon sagen von mir aus, dass ich viel beigetragen habe. Also das Selbstbewusstsein, glaube ich, kann ich jetzt haben. So im Nachhinein denkst du manchmal so zurück, hey, eigentlich wäre es cool gewesen zu sagen, hey, ich mache das doch, werde vielleicht dann so dieser ESL-TV-Moderator auch und entwickle mich in die Richtung hin? Könnte man schon sagen. Ich habe jetzt nicht so viele Events aktuell geguckt, aber es ist ja sehr viel englischsprachig auch mittlerweile. Das hat sich ja extrem krass entwickelt gegenüber früher. Und ich glaube nicht, dass, wenn ich jetzt sowas angefangen hätte, zu dem Zeitpunkt wäre das richtig cool gewesen wahrscheinlich, aber dann in dieser Branche geblieben wäre. Das ist, glaube ich, gar nichts für mich. Ja? Ich habe kein Problem mit Kamera und habe sogar schon mal auch über Schauspiel nachgedacht oder sowas. Da bin ich schon selbstbewusst, aber ich dieses ganze Drumherum, das ist einfach nichts für mich. Immer Maske und dann wieder ab, Maske, Vorbereitung, Recherche. Ich würde es am liebsten einfach so machen, hier, schmeiß ihn rein und dann mach. Und so war es ja auch, weil da weiß ich, was ich rede. Ich weiß, worum es geht. Ich kann das, was ich gelernt habe, ausspeichern. Und das ist zum Beispiel was ich sehr gerne mache. Ja? Es ist auch so in der Ausbildung oder jetzt auch in meinem Job, wenn ich Leute anlerne, das ist so ein Ding, das macht mir Spaß. Mir macht es Spaß, Leuten beizubringen, was ich weiß. Und das war einfach dasselbe, nur in einem anderen Medium einfach, ja. Ja. Du hast ja dann mit den Moderatorenkollegen Nick Adams, Alex Albrecht gab es ja auch noch, Andreas Lenski natürlich zusammengearbeitet. Mit wem hast du da immer so am liebsten dann die Events moderiert? Mit wem war es am lustigsten vielleicht auch? Am lustigsten war es mit Pre, definitiv. Weil er hat auch nicht so eine krasse Ernsthaftigkeit reingebracht, das muss man schon sagen. Also er war da jetzt nicht derjenige, der da jetzt den Hyperprofessionellen gespielt hat, wie das ja heute vielleicht ist, ja. Und das hat es auch mega sympathisch gemacht. Irgendwie so auch ein bisschen familiär, ne. So, damals war das ja auch in diesen Gigastudios noch. Das war auch nicht groß oder so. Das war ja keine Halle oder sonst irgendwas. Das war wirklich schnuggelig. Dann hast du hier dich nebeneinander gesetzt. Jeder hat seinen Bildschirm und dann hast du einfach drauf losgequatscht. Oder mal gab es auch so Interviewphasen mit einem Thema, wo du dann vielleicht auch eingeladen wurdest. Da war es dann schon professioneller. Ich weiß gar nicht, wie da der Moderator hieß. Der hatte, glaube ich, sogar einen Schnurrbart, Vollbart. Bisschen größer, kann ich mich mehr daran erinnern. Und mit Nick auch noch. Also da hat es auch noch relativ gut Spaß gemacht. Mit MadDog habe ich nicht, glaube ich, vielleicht einmal oder zweimal habe ich nur moderiert. Wenn man sich die Entwicklung ja anschaut, ne? Früher, du hast gesagt, Ice and Cheese, kleinen Hallen von ein paar hundert Leuten, CPL-Turniere, was Besonderes, klar, irgendwann ist ja alles größer geworden, ne? Auch größere Ice and Cheese, Maus Alternate war groß, mittlerweile bei CSGO sind wir bei riesigen Events in Hallen und Stadien. Wie schaust du als quasi einer der Pioniere auch auf diese Entwicklung? Also man muss natürlich sagen, ich sehe mich als zweite Generation von CS und jeder in deinen Interviews hat ja irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen früher angefangen und da sehe ich schon krasse Zeitsprünge teilweise auch. Ne? Am Anfang gab es gefühlt nichts, ne? Dann hatten wir so eine Art schon so einen wachsenden Markt und dann ab der Zeit, wo ich vielleicht so aufgehört habe, 2005 bis, weiß jetzt gar nicht, wann Jerome und Tim aufgehört haben. Aber da wurde es ja schon richtig groß und dann hat man schon gemerkt, es gibt Fanbases. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, welche Finals das waren, aber da habe ich einmal moderiert. Das war auch da, wo mal einmal ein Deckendiffuse gemacht wurde. Das Spiel von Jerome moderiert
Und da waren so viele Menschen in diesem Bereich. Für mich war das einfach krasser. Und ich habe viel, ich glaube 3 Jahre davor zwischen einfach gar kein Event mehr besucht, groß mit Publikum. Ne? Zwar so zum Spielen vielleicht selbst, aber nicht so großes Publikum. Und klar, ESWC, CPL, da ist nochmal was anderes. Da war schon früher viel los. Aber diese ESL-Events, da habe ich, wie gesagt, diese Pause gehabt. Es war so krass organisiert mit Bändchen und Pipapo. Das war ja früher nichts. Du hast hier so einen Schlüsselanhänger mit so einer Karte bekommen. Wenn du dir vergessen hast, dann wussten die nicht, wer du bist. Also das war schon krass. Und jetzt das zu sehen bei ISL Cologne oder sonst irgendwas, das ist absolut krank. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich war noch nicht auf so einem Event. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt mir das unbedingt jetzt mir geben muss. Das ist nicht so, dass mich das irgendwie drängt, das mir mal anzugucken. Weil ich glaube, es will auch keiner mitkommen. Ganz ehrlich, und alleine möchte ich es jetzt nicht unbedingt machen. Aber ich kann mir das einfach gar nicht mehr vorstellen, wie krass das ist. Da ist auch alles perfekt. Jeder hat eine Kamera am Gesicht. Die wird nochmal eingeblendet. Du kriegst Replays und zu sehen, das gab es ja früher alles nicht. Vorbei, die Szene. Gibt's nicht nochmal. Ihr habt es alle gesehen. Wer nicht aufgepasst hat, hat Pech gehabt. Heute alles wirklich deutlich professioneller. Wie schaut es bei dir heute aus mit dem Zocken eigentlich? Wenn du sagst, ne, solche Events könntest du dir gar nicht mehr vorstellen, aber trotzdem heute noch Counter-Strike aktiv. Spielst du noch Counter-Strike? Also ich bin schon leidenschaftlicher Gamer. Ich habe so über 200 Games auf meinem Steam-Account oder so. Ich spiele viel Indie-Games auch, die ich einfach ausprobiere, weil ich das einfach mag, wenn Leute sich da in so eine Nische was machen. Diese AAA-Sachen, gar nicht so mein Ding. Aber ich spiele auf jeden Fall noch CS, auch noch 1.6. Jetzt sogar neu CSGO, wieder sogar in einem Team mit Ligasystem. Ich will es noch mal wissen. Nee, so ist es nicht. Also es ist schon eine Motivation da. Wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, es ist für mich immer so, dass es immer ernst ist. In der Hinsicht, dass ich bin schon getrieben zu gewinnen. Aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt noch krass viel Zeit investieren würde, außer die Trainings, die wir ansetzen, nochmal jetzt da reinzugehen, auf den Server Flashbangs zu machen. Und es ist leider in Go so, dass man da wirklich diese Flashbangs braucht und die ganzen Granaten, weil es einfach ein krasses Element ist gegenüber früher. Es ist einfach ein ganz anderes Spiel. Und das ist auch bei Valorant so. Da gibt es ja auch Setups, die man irgendwie lernen muss, was ich auch gespielt habe. Es ist schon für einen älteren Menschen, ich will jetzt, ist Quatsch, ich fühle mich ja noch jung und so, aber es ist schon ein Overkill. Diese Zeit da rein zu investieren, die mache ich einfach nicht, möchte ich auch nicht. Und dann nehme ich halt so viel mit, wie ich kann. Ich bin zwar wissbegierig und Steffen, der da jetzt sozusagen auch viel mit uns, der ist ja Ingame-Leader bei uns, der macht es auch mega gut. Der hat mich auch mega gut reingebracht, weil er sehr detailliert und auch schnell das vermitteln kann in einem Game. Und der nimmt sich diese Zeit auch in einem Game, dir das anzuweisen, wenn ich danach frage. Ich muss nicht viel fragen, aber es gibt natürlich Herausforderungen, ich kenne Timings nicht. Ich weiß nicht, wo ich mich vielleicht hinstellen muss, und die anderen 4 spielen schon sehr lange zusammen. Ja? Also ich lerne immer noch viel und da habe ich Bock drauf, aber diese Ambition jetzt da irgendwie am Ende gegen Dick zu spielen, das ist nicht drin. Es ist auch nicht realistisch. Also muss man auch ganz einfach sagen. Ich bin nicht schlecht, aber ich bin auch nicht gut. Das Major Event, das wird wohl schwierig dann in der CSGO-Karriere. Ja, Reflexe. Absolut verständlich. Aber das Zockergehen ist dir natürlich trotzdem erhalten geblieben. Absolut, ja. Das merkt man auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde auch nur mit 80 spielen. Davon erfahren auch, was aus dir dann beruflich geworden ist. Du hast gesagt, du hast studiert ja, erfolgreich abgebrochen. Erfolgreich nicht, ja. Also ich habe da wirklich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, Kinder, lernt in der Schule, falls es überhaupt Kinder gucken. Es ist nicht Quatsch, was eure Eltern da sagen. Investiert die Zeit. Klar, ich möchte meine Zeit mit CS überhaupt nicht missen. Ich habe Länder gesehen, ich habe Menschen kennengelernt, ich habe eine geile Erfahrung gemacht. Und es ist einfach ein Teil von mir, von meinem Leben gewesen. Und es ist schon besser, wenn man sich aufs Studium aber auch irgendwo konzentriert. Ne? Weil es war auch so ein Pech, das war damals hier in Hessen, wo es dann zum ersten Mal auch Studiengebühren gibt. Und ich habe genau in diesem Zeitraum 3 Semester studiert.
500 Euro extra, 1500 Euro ausgeblasen für nichts am Ende, weil ich mich einfach nicht so viel angestrengt habe, was das angeht. Ich habe es gemacht wie in der Schule, ne? Das Nötigste. Und klar, hast du ein Abi geschafft, aber wenn ich mich ganz genau noch erinnere, mein Abi war ESL, da war ich ESL-Admin noch, das war EPS, zweite EPS-Finals und ich habe meine mündliche Klausur eine Woche später gehabt. Und meinst du, ich habe gelernt? Nein, ich habe ihm gesagt, ja, ich nehme die Sachen mit und dann lerne ich dort auf dem Event einen Scheiß. Mhm. Natürlich nicht. Also du sagst es deinen Eltern, machst du natürlich nicht. Du hast es dabei, aber du hast nicht einmal reingeguckt. Dementsprechend habe ich, glaube ich, auch nur ein oder zwei Punkte gehabt in der mündlichen Prüfung, aber mir haben nur einen Punkt gefehlt. Das heißt, das Nötigste gemacht. Und ich dachte, mit dem Studium machst du es genauso. Das hat nicht geklappt und das war ein Studium? Informatik. Mhm. Informatik. Ich bin aber auch in der Richtung geblieben, habe dann eine Ausbildung gemacht bei der Telekom. Fachinformatiker hat, glaube ich, auch irgendjemand gemacht, oder in Interviews, glaube ich, kann ich so nennen. Robke, Robert? Ich glaube, Robert hat es gestimmt, ich glaube, Robert auch, ja, bin nicht mehr ganz sicher. Ja. Aber er ist ja Kollege von mir, das habe ich auch erst bei dem Interview dann festgestellt, wusste ich gar nicht. Und genau, und ich arbeite immer noch bei der Telekom. Ist aber jetzt im Bereich Collaboration, also Zoom, Webex und so weiter, all diese Tools. Im IT-Bereich im Prinzip, ja. Und wenn du jetzt ganz kurz nochmal zurückschaust auf die Counter-Strike-Karriere, auf die Counter-Strike-Zeit, wie besonders war sie für dich? Also, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist einfach ein Teil von meinem Leben gewesen. Für mich war das einfach auch ein Aspekt, wo ich viel Socializing betrieben habe. Also, ich habe dort meine Freunde kennengelernt, die ich noch heute habe. Und diese Freundschaften will ich auf gar keinen Fall missen, ja. Also Cyrus Huppi, das ist einer meiner besten Freunde. Ich bin sozusagen, also ich habe da seine Tochter und Sohn sind meine Patenkinder, sag ich mal, ja. Und das will ich auf gar keinen Fall missen wollen, weil das gehört für mich auch dazu. Diesen ganzen Aspekt mit Freundschaft und Loyalität und auch dieses jetzt so nostalgische Darandenken mit deiner Arbeit, das bringt alles wieder zurück, ja, und dann erinnert man sich auch, wie wichtig das eigentlich war, auch für mich als Mensch, ja, mich hat das weitergebracht. Ich bin heute noch auch in Bewerbungsgesprächen dabei und erwähne das, dass ich ein Teamlead hatte, den ich, wo ich Erfahrungen gesammelt habe, Leute irgendwie auch zu motivieren, die irgendwo hinzubringen, besser zu werden und auch für mich, mich da selber auch, also für mich auch besser zu werden. Und in professionellen Gedanken in ein Spiel zu bringen, was ja auch eigentlich total verrückt ist. Warum sollte man das machen? Ne? Aber es ist ja genauso wie im Fußball. Ne? Kids gehen in den Verein, lernen dann kennen, man gewinnt. Man fühlt sich gut dabei. Es gibt einen Mannschaftszusammenhalt und man möchte irgendwie weiterkommen. Ja? Und manche Leute wie, keine Ahnung, Lewandowski, die machen halt als Job, ne? Und diesen Traum, den hatte ich damals auch, das für mich als Job zu haben irgendwann. Ne? Aber klar, du kommst an deine Grenzen, wirst dann ernüchternd und ich war immer schon, wie gesagt, selbstreflektierend und ich wusste, das ist mein Maximum, was ich erreichen kann und ich bin zufrieden damit. Und ich habe viel erlebt, vielleicht nicht so viel wie jetzt vielleicht Tim oder Jerome oder so, aber für mich war das komplett ausreichend, weil ich kann mit Stolz sagen, ich habe eine gute Zeit gehabt und auch eine erfolgreiche Zeit, über die ich gerne auch rede. Dann schaut man natürlich auch gerne zurück und ich danke dir recht herzlich für das Interview, wünsche dir alles Gute auch für die Zukunft. Das war McLean Tod, besser bekannt als MacMan, Pandora MacMan. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich danke dir, Tobi, dass du das überhaupt machst. Das ist mega geil.